Ja, ich habe hier diesen wunderschönen Akku von dem Drabert-Stuhl, der ganz besonders gut für den Rücken sein soll. Leider ist mir scheinbar der Akku irgendwie unterwegs kaputt gegangen. Deswegen bin ich gerade dabei, den mit eigenen Akkus auszubessern. Schritt 1 dabei ist erstmal Akkus zu finden, die passen. Das sind jetzt hier 1,2 Volt Akkus, die 2000 mAh haben. Eigentlich sollten hier nur 960 mAh rein. Mal gucken, was passiert. Sollte eigentlich funktionieren. Es sollen aber auch 6 Volt Akkus rein. Das sind eben nur 1,2. Deswegen brauche ich statt den ursprünglich hier, die hier reinkommen, jetzt 6 Stück. Das Ganze wird dann nachher so aussehen. Das muss ich mir jetzt zusammenbasteln. Und die Übergänge von einer Batterie bzw. von einem Akku zum nächsten plane ich hier mit diesem tollen Verpackungspapier für Hanutas zu machen. Ich habe getestet, das leitet eigentlich ganz gut. So, ich habe jetzt hier einen kleinen Streifen rausgeschnitten, man sieht es ein bisschen unscharf. Ich habe den dreimal gefaltet, sodass es ein bisschen stärker wird und jetzt werde ich den hier so draufklatschen. So, das ist das erste Ergebnis. Ich habe das Ganze jetzt nochmal mit Tesafilm überklebt auf jeden Fall, in der Hoffnung, dass es ein bisschen isoliert. Und das Ganze werde ich jetzt ein paar Mal machen, um das einmal um diese ganzen Dinger hier zu kriegen. So, jetzt das durch auf beiden Seiten. Ich habe hier sicherheitshalber auch diese Kontakte mal abgeklebt, damit ich nicht aus Versehen draufkomme und den Stromkreis schließe. Jetzt werde ich das Ganze noch mit diesem Paketband hier einmal umwrappen. So, sieht auch an sich ganz solide aus. So, jetzt sind nur noch hier die zwei wichtigen Kontaktstellen übrig. Was ich jetzt machen muss, ist das Ganze so befestigen. So, auch das ist fertig. Jetzt noch die Verbundstelle. So, auch das ist durch und das Ganze fügt sich jetzt hier ganz schön ein. Das Schwierigste wird jetzt sein, dieses Ende irgendwie wieder nach vorne zu bekommen. Aber davor müssen wir zusehen, dass wir den Deckel wieder drauf kriegen. Das Problem ist jetzt, hier sind diese Teile, diese Abstände für die ursprünglichen Akkus. Aber es passt natürlich jetzt nicht mehr. Und es hat auch nichts gebracht, hier was reinzuschneiden, damit es reinpasst. Das heißt, ich werde diese Teile jetzt einfach abschneiden müssen. So, da es leider sonst an den Schrauben hier auch nicht gepasst hätte, musste ich auch hier diese tollen Schraubteile abmachen, die da vorher drauf waren. Ich zeige es nochmal, hier das. Das heißt, ich werde es nachher einfach mit Tesafilm auf dieser Seite hier verkleben oder so. Dazu sicherheitshalber nochmal hier Tesafilm drüber geklebt und auch hier, damit das Loch zu ist und nachher nichts reinkommt. So, kurz vor der Fertigstellung nochmal eine kleine Designänderung. Ich habe einfach hier diese Schraubenteile, die ich sowieso schon auf dem Deckel hier abgeschnitten habe, auch abgeschnitten und dann musste ich das nicht irgendwie so da reinquetschen und irgendwie ein Kabel dadurch legen, sondern ich kann das seitlich legen. Das heißt, ich muss das Kabel nur von der Verbindungsstelle hier nach hier bringen. So, und jetzt richtig blöd, gerade beim Nachmessen nochmal festgestellt, das Ganze hat jetzt hier 7,2 Volt ungefähr. Das heißt, es sind sogar 1,2 Volt zu viel, das heißt, ich darf die eine Batterie wieder rausnehmen. Das ist zwar schön für den Akku, aber schlecht für die Konstruktion, weil natürlich habe ich jetzt hier die Dinger schon abgeschnitten. Also, mal sehen, wie es jetzt wird. So, ich habe natürlich immer noch das Problem mit dem Kabel, was man hier vorne nach hier hinten kriegen muss, aber da ich jetzt ja hier sehr viel Platz habe, sollte das kein Problem sein. Ich werde dafür hier so ein Audiokabel nehmen, was ich mir mal immer gekauft habe, was sehr lang ist, und das entsprechend hier anpassen. So, also das Originalkabel, man sieht es hier nicht, da steht was drauf von 300 Volt und 80 Grad. Ich kann jetzt nicht genau sagen, ob mein Kabel das alles auch erfüllt, aber es sieht relativ groß und dick aus, vielleicht passt das bestimmt da rein. So, sieht ein bisschen provisorisch aus, hält aber ganz gut, also jetzt hier ein bisschen verlängerter Draht. So, an sich sehr gut provisorisch hier festgemacht, an beiden Enden, so. Jetzt werden wir das Ganze mal einsetzen und gucken, ob es funktioniert. So, ist momentan noch ausgeschaltet. Test Nummer 1 ist an. Also kein Rauch, kein Glühen, kein Brennen. Sieht eigentlich ganz gut aus. Vielleicht noch als Information, hier hinten ist der An- und Ausschalter. Und ich hatte den, als ich das Ganze noch nicht testen wollte, den Ausschalter zugeklebt mit Tesafilm, sodass ich gar nicht einschalten kann, damit keine schlimmen Sachen passieren. Für jeden, der es nachmachen will, das ist eine ganz gute Sache gewesen. So, vorne ist zugeschraubt, wie erwartet. Hier geht es ein bisschen auf, das werden wir jetzt noch zukleben. So, ich musste die ganze Konstruktion nochmal auseinandernehmen, weil scheinbar einer meiner Kontakte hier drinnen nicht ganz funktioniert hat. Und ich habe jetzt auch rausgefunden, in welche... Ich musste übrigens das komplette Teil hier nochmal auseinandernehmen, weil ich dachte, es wäre vielleicht hier am Schaltkreis irgendwas kaputt. Ich habe dann auch rausgefunden, das rote Kabel hier muss an den Pluspol und das schwarze hier an den Minuspol. Ansonsten kurze Information, um das Teil hier rauszupulen. Das war ja so rum in dem Case drin. Und das Problem dabei ist, man sieht es jetzt hier so von innen mal, das Problem ist, dass dieser An-Ausschalter, der von der anderen Seite drauf ist, steckt hier in so einem halb verlöcherten Teil. Moment, hier sieht man es. So, da sind die Löcher. Und da steckt das normal drinne. Und das heißt, man muss dann dem entgegenwirken, wenn man es rausholen will. Und also ich habe eigentlich gedacht, ich habe die Platine durchgebrochen. Aber zum Glück ist es nur rausgerutscht und alles war gut. Wenn man das dann raus hat, kann man das hier dann von innen rausdrücken, weil es hier diese Teile hat. Also wenn man fest draufdrückt von innen, dann rutscht es auf der anderen Seite raus. Und jetzt hoffe ich, dass ich es wieder zusammensetzen kann. So, und nach dem erneuten Tesafilm-technischen Anschließen stellen wir fest... Er meldet zumindest, dass die Batterie leer ist. Das Einzige, was mir dabei aufgefallen ist, irgendwie scheinbar habe ich das Teil irgendwann vertauscht und das, was jetzt an ist, ist halt aus. Dann nochmal schnell sehr professionell mit Tesafilm wieder verklebt, so dass es sich auch möglichst nicht darin bewegt. So, egal was ich mache, wenn ich das schwarze Teil direkt verbinde damit, dann kriege ich partout keine Verbindung, die dauerhaft standhält. Irgendwie, das ist sehr zufällig, ob es dann funktioniert oder nicht. Deswegen habe ich jetzt hier einfach ein Kupferkabel verlegt oder also einen Zwang gemacht und hoffe, dass jetzt funktioniert. Mal sehen, wie es aussieht. So, einmal so eine Schlaufe drumherum, dann das Kupferkabel einmal so rum drüber gelegt und dann irgendwie verdrehen, sodass das Headlight bleibt. Gut, auch das hat nicht funktioniert und deswegen werde ich jetzt versuchen, wohl oder übel, das Ding an der Batterie sogar festzulöten. Mal sehen, ob es dann funktioniert. Okay, irgendwas an der Batterie festlöten ist auch nicht so der Superhit. Ich habe keine Ahnung, wie ich diesem scheiß Akku hier Herr werden soll. Ich werde es jetzt einfach austauschen und
mit diesem hier probieren. Ja, das ist wohl die dumme Konsequenz, wenn man tatsächlich annehmen kann, dass man das Ding hier mit Tesafilm basteln kann. Das Problem war gar nicht der Kontakt hier, sondern das Problem war, dass sich der Tesafilm Stück für Stück gelockert hat an verschiedenen Stellen. Und dass der Kontakt hier zwischen dem, was ich aus meinem Router gebaut habe, und dem Akku, dass der einfach lockerer geworden ist, dass dazwischen eine kleine Luftschicht gekommen ist. Und dann ging es natürlich nicht. Ich versuche jetzt auf dieses Ding hier umzusteigen. Das mal abgemessen, wenn ich Glück habe, passt es auch rein. So, materialtechnisch kaum einen Schritt nach vorne gemacht. Auch wieder mit Tesafilm den Hanuta-Rand da drauf geklebt. So, wir haben natürlich wieder dasselbe Problem hier mit der letzten Batterie. Aber ich habe jetzt mal von einem Kugelschreiber einfach die Feder dazwischen geklemmt und hoffe, dass es vielleicht dadurch ein bisschen besser klappt. So, am Restaufbau, ups, hat sich jetzt nichts geändert, das hängt da nur dran. Das ist genauso wie vorher wieder, ich habe eine Batterie, wo das dann einmal rumgeführt wird, es muss einmal bis hier rüber geführt werden, damit es dann an die restlichen Anschlüsse passt. So, jetzt ist alles fest, jetzt ist alles drin, jetzt kommen die Akkus rein. So, die Akkus sind drin, das sieht auch eigentlich viel schöner aus als vorher, und jetzt machen wir an. Und es funktioniert. So, wie erwartet geht es nicht ganz so, ich habe auch diesmal den Akku angelassen, während ich das zuschraube, damit ich höre, wann's, wenn der Kontakt abbricht. Ich werde es jetzt einfach noch zuquetschen. Das liegt auch ein bisschen an der Batterie, die ich nicht gut platziert habe. Also nicht unbedingt an den schwarzen großen Teilen. Aber es müsste eigentlich jetzt so weit reingehen, dass es zumindest in den Stuhl reingefahren werden kann. Beziehungsweise wie man jetzt sehen kann, das ist schon fast ganz zu. So, ich habe jetzt mal den Akku dran gesteckt, beziehungsweise die Ladestation, und es funktioniert. Ja, das steht jetzt hier auf an, aber eigentlich ist das aus, das hatte ich schon mal vorher erklärt, ja, dass das ja sich verdreht hat. Es scheint auch ordentlich zu laden. Für jeden, der das auch mal machen will, ich werde diesen Akku niemals unbeaufsichtigt laden und ich werde ihn auch beobachten, wenn ich ihm jetzt eine Komplettladung verpassen werde. Und dann werden wir mal sehen, ob der Stuhl wieder funktioniert damit. So, der Akku ist angeblich laut Ladegerät voll aufgeladen. Ich habe ihn jetzt reingemacht, der hat ganz gut normal gepasst, ich hatte keine Probleme. Auf geht's. Ja, wie man hört, der Stuhl piepst wieder und der Akku ist wieder leer. So, ich habe den Akku jetzt mehrfach benutzt und es funktioniert soweit ganz gut, gibt keine Probleme. In der eigentlichen Verwendung, es ist jetzt hier ein bisschen offen, der Tesafilm ist an den Stellen so ein bisschen lockerer geworden. Es gibt ein bisschen Problematik, das Ding wieder rauszuziehen, da muss man immer so ein bisschen tüfteln, hoch, runter, ein bisschen festziehen. Ansonsten, rein akkutechnisch funktioniert das Teil und ja gut, leider habe ich festgestellt, dass in meinem Fall das Ladegerät noch kaputt ist, aber das ist wieder ein anderes Thema. Soll heißen, auch wenn das Projekt extrem lang gedauert hat, es war doch irgendwo ein Erfolg.